Hallo und herzlich willkommen beim neuen Video in der Testzone. Ich teste heute mit euch das Early Access Spiel Metatron. Ja, Metatron, ein Titel, den es seit dem 19. Dezember 2016 auf Steam gibt und ja, kostet stolze 16,99 €, aber sieht ganz lustig aus, muss ich sagen. Es ist ein Survival-Titel mit Crafting, à la Rust würde ich es einfach mal sagen, aber hat natürlich seine eigenen Spielelemente. Gut, wir gehen einmal kurz auf Play. Ich habe gerade mal die Grafik eingestellt, natürlich auf Online. So viele Möglichkeiten haben wir ja nicht. Oh, nimm den vollsten Server, der da ist. Connection. Ist auch ein EU-Server. Habe ich gar nicht mal verachtet. Gut. Hier müssen wir uns einen Charakter aussuchen. Ne, wir haben den Joe. Wir haben die Lilly. Ich habe mich schon längst entschlossen. Wir haben den Gunnar. Zuma. Juan. Und die zierliche Maddie. Aber ich glaube, ich werde die Lilly nehmen. Damage wenig. Was haben denn die anderen alle? Oh, der macht viel Damage, aber ist dafür sehr langsam. Okay, schnell sein ist gut in der Testzone. Lilly und er sind sich ziemlich identisch in den Werte. Gut, wir dürfen aber keinen Namen auswählen, ne? Gut, egal. Heiß ich halt nicht dazu ein Spiel. Nein, Quatsch, mir egal. So, da seht ihr die Welt. Loading Map. Ich lese euch mal den Titel vor. Also den Titel kann ich vorlesen. Metatron, so heißt das Spiel. Und die Beschreibung ist, als Tron schicken wir dich in Metatron auf die Reise, überlebenswichtige Skills zu erlernen, eine Mutation zu entwickeln, Festungen zu errichten und andere Thronsöldner über die Map zu jagen. Du spielst ein PvP-Survival mit vielseitigem Baumodus und einigen Skillsystemen bei Tron. Gut, choose your area. Bam, egal wo. Ich kann, nein, sag nicht, es ist Nacht. Okay, wir haben den Rust Hammer in der Hand. Ich habe schon ewig kein Rust mehr gespielt, muss ich mal anmerken. Und, oh, ach du Jemine. Ich weiß nicht, ich hoffe, es wird Tag und nicht Nacht. Ich habe immer so ein Talent, auf Server zu joinen, wo Nacht wird. Es wird Nacht. Gut. Ja, der Klassiker, ne? Wood, wir kriegen Wood. Wie viele davon denn da so? Oh, bup, weg ist er. Und 10 Erfahrungspunkte. Ne, es wird Tag. Es wird nicht Nacht. Gut. Ist klar, wenn die Sonne nach oben geht, geht der Lichtstrahl für uns nach unten, wenn er durch den Baum geht, ne? Haben wir Glück. Oh, hier hat ein anderer Spieler schon was für uns gemacht. Use, perfekt. Oh, use, perfekt. Use, E. Okay, oh. Oh. Er sucht noch sehr seltsam. Okay, mein Ziel ist nicht, mich über Spiele lustig zu machen in der Testzone. Ich will sie tatsächlich ausprobieren, ne? Guck mal, hier sind die Skills. Das scheint sehr umfangreich zu sein, das Spiel tatsächlich. Nein, ne? Ist das ein Zombie oder ist das ein Spieler? Wenn das ein Spieler ist, dann finde ich das jetzt schon wieder scheiße. Okay, gut. Wir sind gestorben. War das jetzt ein Zombie? Nee, ne? Also ich wusste gar nicht, dass es was hier gibt. Es wird schönster Tag. Oh, habe ich ein Glück? Ich ärgere mich über den Tod. Der hat ja eh noch nichts. Gut, Crafting. Wir haben da unten 10 XP jetzt am Leuchten. Ich drücke mal I. Nix. Tab. Da seht ihr die ganzen Spieler. Ein Aimbot. Teddybär. Auf 3 haben wir einen Starttisch. Gut, dann brauchen wir den selber gar nicht bauen. Ich mache den mal direkt hier hin. Auf 2 ist eine Fackel. Und auf 1 ist das hier. Sehr schön. Tab war die Spielerliste. M ist sogar tatsächlich eine Map. Ich weiß nicht, was der uns anzeigt. Was ist das hier? Das könnte uns also My Location. Teams. KBH. Scheint schon tatsächlich Menschen angelockt zu haben, das Spiel. N, B. Punkte drücken, gucken, nein. Oh, das sieht nach Schienen aus. Weg damit. Das scheint eine Mutation zu sein. Das haben wir auf... Ah! Wenn wir Q drücken, haben wir so eine Art Slow Motion. Ne, oder wir sind voll schnell, aber die Umgebung scheint irgendwie langsam voll cool. Okay. Es lohnt sich immer einfach auf alles rumzudrücken, wie ein Bescheuerten. Also mit E öffnen wir das hier, der Avatar. Das ist die junge Frau. Unser Inventar ist leer. Belt. Skills. Level 1. Running. Schneller. Was steht da? Trees. Chop Trees. Okay. Health Regeneration. Okay, da gibt es auch noch eine Menge. Supplies. Polymer. Tresor Safe. Wood. Metall. Kupfer. Statistik. Okay. Tode 1. Ich bin einfach ein guter Spieler, muss man einfach sagen. So, wir gehen mal auf 1, wir sammeln mal Holz. Denn das ist so eine Grundressource, die wir hier bestimmt zum Start brauchen. Dauert nur ziemlich lange. 10 EPs. Ihr seht da unten, die EP-Leiste geht hoch. Ich habe Apfel gekriegt.
Aber ich weiß nicht, ob ich Hunger oder Durst habe. Wo sehe ich das? Ach ja, klar, sehe ich das. Guck mal da. Diese Wasseranzeige und der Apfel unten links in der Leiste. Die wird weniger. Das Blaue da drin. 40 Erfahrungspunkte haben wir schon gemacht. Und boah. Hauen sie ja Apple weg ohne nix, wa? So. Wie viele Erfahrungspunkte brauche ich denn? So, ein Baumkill ist tatsächlich ein... Einmal 10 Erfahrungspunkte für uns. Ich sag's sehr ungern, aber ich glaube, ich habe meine Crafting Bank verloren. Also die Map sieht gut aus, ne? Also da will ich jetzt gar nicht so schimpfen. Ich sammle noch mal ein bisschen Holz. Ich mach mal 100 EP voll. Mal gucken, was passiert. Weit kann die ja nie weg sein, unsere Bank. Wo ist sie denn nun? Hier sieht alles verdammt nochmal gleich aus. Aber irgendwie wäre Sound beim Hacken. Gut. Kleine Bäume geben auch 10 EP. Gehen schneller kaputt. So. Habt ihr irgendwo eine Bank gesehen? Scheiße. Was ist mit dem Busch? Das sieht aus, als ob da Erdbeeren drin wachsen würden. Da wächst tatsächlich was drin. 5 EPs. Also das sind Beeren. Auf I? Nee, gar nicht. Auf E war unser Inventar. Hä? Ach, das ist cool. Das funktioniert. So. Destroy Konsum. Yummy. Gibt auch ein bisschen Flüssigkeit dazu. Wir ernähren uns auf jeden Fall schon mal. Das ist schon mal gut. Die Apple. Es hört sich an, als ob da ein fucking Fahrzeug rumfährt. Ne? Kann das sein? Aber hier sieht das nicht so aus, ob man hier fahren könnte. Also verhungern tut man hier auf jeden Fall erstmal nicht. Mit unserem Rust Hammer. So, ich habe meine Werkbank verloren. Das würde ich als äußerst blöd bezeichnen. An der könnten wir jetzt ja die ersten Sachen craften. Aha. Humpelt der? Ist ja cool. Hallo. Ernsthaft? Was hat er denn für einen Schaden? Mal den Move hier auszuwählen. Ein epischer Fight. Er hat aber auch gewonnen. Weil er wahrscheinlich schon Level 5 Millionen ist. Okay, das Gute daran ist, wir kriegen eine Waffe, wenn wir anfangen spawnen. Lustig. Das Gute daran ist, wir haben wieder eine Werkbank. Aber wir haben jetzt hier eine Basis. Ihr seht, die anderen Spieler sind so freundlich wie in allen Online-Spielen, wenn das Spieler sind. Guck mal hier, der hat schon eine Hütte. Ups, Entschuldigung. Das ist ja mein Avatar, denn das ist ja falsch. Mach das bitte weg. F. Also das. Da. Was ist das denn? Fighter Top. Geklaut. Aha. Timmy das Klauschwein, ne? Ah, ist ja nur Test, so ein Video. Gut, dankeschön. Ein Bett und noch eine Kiste. Also ein bisschen doof, man muss mit dem Mausrad draufklicken. Muss ja erstmal drauf kommen, ne? Gut, schöne Tür hat er auf jeden Fall. Oh, 1, 2, 3, 4. Scheiße, da kommen wir doch nie rein in dem Haus. Oh, ärgerlich ist aber auch. So, ach gut, da haben wir schon reingeguckt, das ist ja Blödsinn. Use. Ihr seht das. Das Crafting-Fenster, das können wir uns ja nicht mal angucken. Hier zum Beispiel, ach guck mal, 5 Woodplanks. Das Haus scheint nicht mehr wirklich bewohnt zu sein. Wir holen uns mal 5 Woodplanks. Unsere EPs behalten, das finde ich schon mal nett. Und da unten, wo die 0 steht, geht der Balken immer weiter nach oben. Könnte sein, dass wir tatsächlich das als Level-System sehen dürfen. Das scheint so ganz so ausgereift zu sein, tatsächlich. So. Simply Backpack Collected. Destroy? Nein, um Gottes Willen. Ich habe ihn doch gerade erst gebaut. Okay, I. Mein I ist weg. War ja auch gar nicht I, war ja E. Avatar. Da seht ihr, 370 EP brauchen wir. Da steht immer Fighter Top. So sieht das aus, wenn wir was wegwerfen. Oh, boah. Und wir nehmen das wieder auf. Also ich will den jetzt ja gerne equippen, muss ich zugeben. Russische Namen schon wieder dabei. Hallo, ich komme in Frieden.
Tab. Nee. E. Avatar, Skills, Supplies, Statistik. Wo können wir das denn dann hinpacken? Damit das auch funktioniert. Da. Ah, guck mal. Er schreibt Rutzki Butzki. Keine Ahnung, was er da schreibt. Okay, was können wir denn noch bauen? Jetzt, bevor ich jetzt losrenne. Wie ein Bescheuerten. Wir haben ein schönes Haus gebaut hier auf jeden Fall. Ihr seht die ganzen Hauselemente. Wow, das gibt richtig viele. Es gibt Magnesium-Powder. Oh, eine T1-Pistole. Die brauchen Kupferbarren und Metallbarren. Da sehen wir, was für Ressourcen es gibt. Vehikel. Es könnte sein, dass wir es die ganze Zeit hören. Es gibt auf jeden Fall ein Vehikel. Das ist schon mal interessant zu sehen. Mann, das Video gefällt mir immer besser. Oh, oh. Die greifen man ja alle an. Das ist ja furchtbar. Raid. Danke für die Cap. Den Rucksack kannst du behalten. Nägel. Scrap. Hier. Bam. Werf ich auf dich drauf. Hast du gedacht, du besiegst mich, ne? Ja, den Meister. Den Thron. So. Warum sind das alles Arschlöcher? Okay, ey, wahrscheinlich war das seine Hütte sogar noch. Ich klaue einfach alles. Gut. Wollen wir weiter entdecken. Macht Spaß. Finde ich cool. Bis auf, dass die Spieler wieder alle Pisse sind. Aber ich habe ja auch jetzt gerade einfach mal geklaut wie ein Doofen. Ist ja nicht wirklich nett, ne? So, wir wollen leveln. Ich will wissen, was passiert, wenn wir leveln. So ein süßer kleiner Baum hier. Kriegen wir auch ganz normale Woodplanks durch. Und einen Apfel. Ich will so eine Karre sehen. Ich werde nicht in der Testung dazu kommen, die zu bauen, um Gottes Willen. So, wenn ich jetzt die 4 drücke. Boah, was ist denn los? Hier sind doch gar nicht so viele Spieler. Bambi, rette mich! Was ist denn mit ihm? Dass wir die schnelle Tante sind, ne? Das sind doch keine Spieler, oder? Das sind doch irgendwelche Psychopathen-KIs. Ich habe gerade schon einen getötet, Feuerwehrmann. Obwohl, hier laufen keine KIs rum, glaube ich nicht. Das ist ein PvP-Server. Aber irgendwann muss er ja keine Lust mehr haben. Der kommt ja nicht hinterher. Wenn er ein Mensch ist, wird er sagen, ich höre auf, den zu jagen. Weil wir sind ja die Tante hier, die ziemlich schnell ist. Also ein richtiger Mensch ist ja nicht so doof. Und kommt weiter. Oh, er hat aufgehört, mich zu jagen. Hat gemerkt. Okay, jetzt scheint tatsächlich Spieler zu sein. Ich will ja nichts Falsches sagen. Ne? Nicht, dass wir am Ende sagen, die Leute sind alle gemein und doof. Und dabei ist das eine KI. Ne? Aber wer weiß, ne? Gucken wir mal. Was haben wir denn hier? Stone. Also ganz klassisches Survival-Game, so wie wir es kennen. Ne, mit verschiedenen Ressourcen. Eine verdammte Menge Stone. Vielleicht sogar unendlich. Ich weiß es nicht. Scoop. Okay. Spaß macht's auf jeden Fall so. Ich will mehr Leute ausrauben. Das macht Spaß. Vor allem zählt er immer weiter, wenn wir was in der Tasche haben. Das finde ich ziemlich angenehm. Gut, also er hat mich nicht mehr weitergejagt, aber Bambi hatte irgendwie auch keine Angst vor mir, glaube ich, ne? Was? Entschuldigung. Also Bambi hat doch Angst vor mir, wenn ich es einmal schlage. Was, Vogelgezwitscher hier, ist ja sehr angenehm, ohne dass es überhaupt Vögel gibt. Gut, also wir brauchen mal ein bisschen EPs hier. Guck mal, Apple. Uns geht's ja richtig gut hier, ist ja sauberst. So, drücken wir die 4. So, und damit überleben wir dann auch locker. So. Auf geht's. Ich habe da unten eine Hütte gesehen. Was ist das denn da? Sieht aus wie ein Feld. Eine Straße. Es ist eine Straße. Wer weiß, wie groß die verfluchte Map ist? Also wir sind jetzt hier an der Kante. Ich gehe jetzt einfach mal geradeaus. Können wir mal gucken, wie groß so ein Quadrat ist. Wie lange man braucht für einen Quadratkilometer sozusagen. Na, schon eine Ecke. Schöne glatte Straße. Da habe ich schon Spiele gesehen, da sah es viel, viel schlimmer aus. Na, wir durchqueren. Also es ist ziemlich groß, kann man so sagen. Aber jetzt die ganzen Sachen zu finden als Anfänger ist natürlich schwer. Wir brauchen ja Kupfer und Eisen und sowas. Wir finden hier locker und easy Stein. Aber den Rest nicht. Also ich schwöre, das ist doch ein Auto. Ich höre es doch brummen. Es gibt's ja. Da steht ein Spieler. Er versteckt sich doch nicht, oder?
Ach ja, ist krass, ey. Hätten wir nicht den vollen Server nehmen sollen. Ey, du hast den passenden Feuerwehrhelm. Krass, die greifen sofort an. Ich laufe einfach mal eiskalt. Schöner Loot. Entweder sind das Spieler oder KI. Aber ich glaube nicht, dass das eine KI ist, weil... Es laufen halt so wenig rum hier. Aber die greifen so seltsam an. Die kommen so zielstrebig auf einen zu. Aber das würde ja ein Mensch auch machen, ne? Gut, ich collecte noch ein bisschen weiter, damit wir mal hier ein Level machen, damit wir das wenigstens mal sehen. Also ich gefällt es mir ganz gut. Nicht, dass es schon 5000 so eine Spiele gibt, ne? Aber die Map scheint auch nicht wirklich so groß zu sein, wenn uns immer irgendeiner über den Weg läuft. Okay, das ist ein Spieler. Das ist auch die Lilly. Und sie hat für uns eine Hose. Nein. Und noch ein Backpack. Ah, werfe ich auf dich drauf wieder. Aber wir scheinen eine gute Jacke zu haben, wa? Wartet mal, ich passe es einmal so. Eine schicke Hose. Jetzt kriegt die Lilly noch eine Basecap auf. So, blöde Tante. Titten Erna hier. Das sind Spieler. Die kommen und greifen nicht sofort an. Was haben die Leute denn davon? Ja, ich bin halt ein Killer, ne? Ich weiß gar nicht, was ist denn meine HP? Die ist voll. Wie kann ich denn volle HP haben? Nein. Will Lilly schon wieder sterben? Level up. Jetzt hat sie das, oh, jetzt hat sie diesmal Schuhe. Haben die immer was dabei? Ich werde immer besser. Ja, ich habe kaum HP verloren, aber ich habe auch gegessen. Wenn ich jetzt 4 drück. Nee. Kriegen wir keine HP. Aber wir sind Level 1. Danke, ihr komischen Spieler. Für euer Suizid. Und es wird schon Nacht. Das ging aber fix. Also abschrecken, wenn ich jetzt als Zuschauer das betrachte, würde mich das schon abschrecken, muss ich zugeben. Dass die sofort auf einen zurennen und einen prügeln. Aber dass sie echt Noob sind und mich Obernoob nicht mehr hinkriegen, haben wir es ja eigentlich ganz gut, ne? Wie ist das jetzt für mich? Was ist denn los mit euch hier? Headshot. Was hast du denn dabei? Was ist das denn? Tools. Das ist Müll. Nägel. Hat schönere Schuhe. Joggers. Kannst du die behalten. Was ist mit dir los? Das sind doch keine Spieler im Blödsinn, oder? Kann ich nicht glauben. Wer hat den Namen gehabt vielleicht, die Leiche? Können wir mal gucken. Chat. Hier ist kein Chat. Okay, müssen wir nochmal einen töten. Wir haben schon wieder voll HP. Krass, ist das dunkel. Das scheint KI zu sein. Also ich glaube, das ist zu komisch. Wie sollten sie mich zufälligerweise alle gerade finden? Das ist auf jeden Fall schönstes Wasser. Was ist das? Ah, vom Sound her sind das auch... Das ist KI. Ich blute. Nein. Alter. Ich bin fast down. Das sind keine Spieler. Ich wage zu bezweifeln. Hilton. Trezodel. Die haben auf jeden Fall Namen. Aber das sind keine Spieler. Nein. Das würden die nicht alle Schuhe haben oder so. Das geht uns jetzt gar nicht mehr so gut. Und was mache ich jetzt mit dem Level? So, mal gucken. Skills. Da dürfen wir, guck mal, Running ist schon ein bisschen besser geworden. Da müssen wir Level 2 für werden. Und dann sind wir noch schneller. Okay, dafür müssen wir die Level aufsteigen, um in den weiterzukommen. Okay. HP regeneriert sich ziemlich schnell. Nein, das sind keine Spieler. Eigentlich bin ich mir ziemlich sicher jetzt.
Die haben ja so komische Namen und wir können die ja lesen. Die haben alle so seltsame Namen hier und da kommen viel zu viele. Ja, das ist auf jeden Fall, können wir da Francesco und sowas, da können wir auf jeden Fall von ausgehen, dass es keine Spieler sind. Was mich gerade so ein bisschen glücklich macht. Und nachts scheinen noch mehr davon zu kommen. Ist da eine Hütte unter Wasser? Ne, die ist auf dem Wasser. Ich gehe den mal besuchen. Vielleicht ist der Spieler nicht böse. Wow. Kann ich gar nicht schwimmen. Ich laufe auf dem Grund. Was? Ja, das sind keine Spieler. Das ist der Beweis. Ich wünschte mir, es wäre Tag. Ich will bei dir reinkommen. Aber ich komme nicht da rein, weil du das komisches gebaut hast. Und ich nichts sehe. Ich sehe überhaupt nichts. Ich habe auch kein Licht. Workbench? Was hat er denn so Schönes hier? So eine Drechselbank? Geht nicht. Muss gleich niesen. Entschuldigung. Man sieht ja nichts. Der Klassiker, ne? So. Kein Ausrauben, schade. Ich war doch gerade eine Lampe am Leuchten, oder? Ich bin doch nicht blind. Hier sind noch mehr Kisten, oder? Ja. Doofe Steuerung. Mausrad drüben. Okay, das ist eine arme Kirchenmaus gewesen. Okay. So. Jetzt spannendes, interessantes Spiel. Aber hier war vorhin eine Fackel. Ich habe sie gesehen. Scheint aber auch irgendwann nicht mehr Tag zu werden, ne? Das Wasser sieht irgendwie interessant aus, ne? Für so nachts. Okay, wäre auch blöd gewesen, wenn es keine KI geben würde. Obwohl das wahrscheinlich reicht, weil die Spieler wahrscheinlich genauso sind wie die KI. Arschlöcher wahrscheinlich. So, wir gehen da mal hin zu dem Typen. Aber man läuft ja im Wasser, das ist ja komische daran. Oh, ja klar, Fallschaden. Wo bist du? Komm her. Headshot. Aber schön, man lootet sich schön an denen. Die scheinen aber auch nicht wirklich irgendwelche Skills zu haben. Die sagen, eine Fackel dabei. Ist gekauft. Bilder unbekannt. Okay. Nächste Level erst bei 1500. Heftig. Ja. Nochmal eine einfache Werkbank. Oh, wir haben Holz. Wir können bauen. Hier so ein Vehikel. Wäre natürlich interessant, aber boah, das braucht bestimmt viel. Sammelei. Ansonsten könnten wir jetzt eine Basis bauen und das war's. Ich glaube, wir haben genug gesehen, oder? Ich sag danke fürs Zusehen. Ist kein Scheißspiel, muss ich nicht sagen. Also, das ist KI gewesen. Ich habe mich vorher entsetzt, aber man hat ja gesehen, wie der im Kreis gelaufen ist. Das macht kein Spieler. Hoffentlich. Und ja, ansonsten hat es mir sehr gut gefallen an der Stelle. Ja, leider nur einen kurzen Einblick, ne, ist ja klar. Bis zur nächsten Folge in der Testzone.